Entschuldigung. Es ist schon so dunkel draußen. Entschuldigung, da bin ich schon total müde geworden. Habt ihr euch auch schon mal gefragt, warum es nachts überhaupt dunkel wird? Also heute, da sind wieder der große Zauberer Bing und seine Nichte Luna bei uns zu Gast. Und die Luna, die geht gar nicht gerne ins Bett, weil die hat nämlich ein bisschen Angst im Dunkeln. Aber ihr Onkel, der hat ein ganz tolles Geheimnis, mit dem sie bestimmt richtig süß träumen kann. Na, und ihr vielleicht später auch. Also, viel Spaß und... Gute Nacht. Lalilu, nur der Mann im Mond schaut zu. Außerirdische Riesen. Ach Kinder, ihr seid's nur. Mit euch habe ich ja gar nicht gerechnet. Solltet ihr nicht schon längst schlafen? Nein? Also ich schon, aber ich muss unbedingt noch etwas herausfinden. Wisst ihr, ich erforsche gerade das Weltall. Also die Welt mit all ihren Planeten. Und Sternen. Und Monden und Kometen und schwarzen Löchern. Hallo, Onkel Bing. Ich kann nicht schlafen. Luna, mit dir habe ich ja gar nicht gerechnet. Liest du mir trotzdem noch eine Geschichte vor? Oh, Himmel, kann man hier nicht mal in Ruhe arbeiten, nicht mal nachts? Du arbeitest immer. Ja, weil ich etwas herausfinden muss. Was denn? Vielleicht kann ich oder wir dir ja dabei helfen. Du, ihr, nein, dafür seid ihr noch viel zu klein, das versteht ihr noch nicht. Oh Mann, oder sagst du auch immer? Ja, weil es so ist. Und jetzt gute Nacht, schlaf gut. Aber in meinem Zimmer ist es so dunkel und ich habe doch Angst im Dunkeln. Und Onkel Bing, warum wird's denn nachts überhaupt dunkel? Wird es doch gar nicht. Überall brennt Licht. Man sieht ja die Nacht vor lauter Lampen gar nicht. Ja, aber der Himmel wird doch dunkel und die Sonne geht unter. Ja. Warum? Also das ist, damit du endlich schläfst. Gute Nacht. Das glaube ich aber nicht. Oh, bitte, erklär mir doch, warum es nachts dunkel wird. Na gut, du gibst dir eh keine Ruhe. Ich verrate dir jetzt ein großes, großes Geheimnis. Die Sonne geht gar nicht wirklich unter. Was? Nein, es sieht nur so aus, weil sich die Erde dreht. Na gut, ich zeig dir das. Ja, bitte. Dazu bräuchte ich jetzt zuerst eine Sonne. Ja, aber die scheint doch gerade nicht, weil es dunkel ist. Ja, richtig. Dann brauchen wir etwas anderes, Helles. Hier, dieser Scheinwerfer bitte anknipsen, herbringen. Ja. So, wir tun jetzt so, als würden wir im Weltall sein und unsere Erde von ganz, 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 ganz weit weg sehen. Toll. Erde, ha, da ist sie ja. Oh. So. Ist die schön. Ja, die Erde, einer der schönsten Planeten, den ich kenne. Oh. So, Luna, und hier, hier in Frankenthal steht dein kleines Bettchen. So, das machen wir jetzt drauf. So, hier ist es. Das ist aber leer, Onkel Bing. Oh, Simsalabett. Da ist es. Oh. So, dein kleines Bettchen, wie gesagt, steht hier in Frankenthal. Und von hier aus schaust du in den Himmel. Ja. So, jetzt leuchte mal dein Bettchen mit unserer Lampensonne an. So. Mhm. Auf deiner Seite ist jetzt hellster Mittag. Stimmt. Und meine Seite ist... Dunkel. Im Dunkeln, weil sie im Schatten liegt. Also bei mir ist in etwa Mitternacht und bei dir 12 Uhr mittags. Okay. So, dann beobachte jetzt bitte mal dein kleines Bettchen. Mhm. Wenn sich die Erde dreht, was passiert? Es dreht sich weg. Es dreht sich weg. Es dreht sich
In den Schatten. In den Schatten. Und jetzt sieht es für die kleine Luna in ihrem Bettchen so aus, als würde die Sonne untergehen. Und dabei dreht sie sich... Nur von der Sonne weg. In den Schatten, genau. Oh, toll. Und wenn sie sich weiter dreht, dann wird es immer dunkler und immer dunkler. Auf meiner Seite ist jetzt quasi Mitternacht. Und bei dir ist helligster Tag. Toll. Oh, wenn ich mich so viel drehe... Hoffentlich kriege ich dann keinen Drehwurm. Na, so viel dreht ihr euch nun auch nicht. Okay. Wisst ihr denn, wie oft sich die Erde dreht am Tag? Oft. 10-mal? 50-mal? Oder 100? 100 ist ein bisschen sehr viel. Genau. Du hast recht. Genau einmal. Die Erde dreht sich einmal am Tag komplett um sich selbst. Und so durchwandert sie alle Tageszeiten. Und dein Bettchen... ist morgen zur gleichen Zeit wieder an der gleichen Stelle wie heute. Toll. Wollen wir das mal ausprobieren? Selbst? Oh ja. Ja. Macht ihr auch mit? Natürlich, oder? Super, dann probieren wir das aus. Die Erde parken wir kurz hier. Ich übernehme jetzt die Lampensonne. Okay. So, und ihr stellt euch jetzt mir gegenüber und schaut in die Sonne. Ihr seid jetzt alles kleine Planeten. So, eure Nasenspitze ist jetzt... am hellsten Mittag, 12 Uhr mittags ungefähr. Oh, richtig warm. So. Dann dreht euch jetzt bitte mal eine Vierteldrehung nach links. Das andere links, Luna. Oh. So, und jetzt seht ihr noch im Augenwinkel die Sonne. Das heißt, es sieht für euch so aus, als würde die Sonne... untergehen? Untergehen. Jetzt haben wir Abend. Aha. Und wenn ihr euch noch eine Vierteldrehung weiter dreht, dann dreht ihr euch in die tiefste Nacht. Auf eurer Nasenspitze ist jetzt Geisterstunde, Mitternacht. Aber auf eurem Hinterkopf und auf euren Popos, da ist Mittagsessenzeit. 12 Uhr hellster Mittag. Und wenn ihr euch noch eine kleine Ecke weiter dreht, noch eine Vierteldrehung weiter, dann sieht es für euch aus, als würde die Sonne wieder aufgehen. Wir haben also wieder Morgen. Mhm. Und dreht euch noch mal weiter eine Vierteldrehung. Und jetzt seid ihr wieder mitten am Tag, 12 Uhr mittags. Toll. Moment, ich muss mich einmal zurückdrehen. Ja, sonst ist ja auf meiner Nasenspitze plötzlich schon Montag. Nein, das ist es wirklich erst, wenn du geschlafen hast. Und dafür wird es jetzt auch wirklich Zeit. Stimmt. Gute Nacht, Luna. Weißt du was, Onkel Bing? Ich glaube, jetzt, wo ich weiß, dass die Sonne gar nicht wirklich untergeht, kann ich bestimmt richtig gut schlafen. Und dann stelle ich mir noch vor, dass mein Bett sich zusammen mit der Erde die ganze Nacht dreht, wie auf einem riesengroßen Karussell. Oh, das Karussell ist noch viel riesengroßer, ja? Weil die Erde auch noch um die Sonne saust. Ja? Aber das erkläre ich dir und auch euch. Bei einem anderen Mal. Hm? Okay. Gute Nacht. Gute Nacht. Himmlische Ruhe. Lalilu, endlich habe ich nun meine Ruhe. Gute Nacht.